Ach so. Ja, das. Ja, das ist das Problem. Die Kleriker brauchen dich. Ja, die nehmen doch jeden, den sie kriegen können. Stimmt. Aber wen wundert's? Zu denen will ja auch keiner. Und ich bin sicher nicht so blöd und tausche meine Freiheit gegen ihr Korsett ein. Zumal ich nicht einmal weiß, was sie mir zu bieten haben. Essen? Trotzdem nett, dass du gefragt hast und nicht versuchst, mein Hirn umzukrempeln. Ja, das ist das Ding. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Ich überlege es dir, sie zahlen gut. Ja, was macht's einen Unterschied? Das eine ist im freien Willen. Und das andere ist in der Suggestion. Ich bin momentan knapp bei Kasse, deswegen mache ich die Suggestion. Ansonsten würde ich sagen, ich habe es damals schon gesagt, als wir suggestiert wurden vom Rainer, uns nach Ignadon zu begeben. Zum Hort zu begeben. Habe ich sofort gesagt, das ist absolut bescheuert. Nur die mit schwachem Willen werden sich den anschließen. Nur die absoluten Vollidioten werden sich den anschließen, wenn sie suggestiert wurden, sich den anzuschließen. Jemanden dazu bringen, dass er sich freiwillig anschließt, ist immer besser. Aber ich bin momentan so knapp bei Kasse, dass ich es mir einfach nicht leisten kann. Ich frage nicht. Ab sofort schwörst du den Klerikern die Treue. Aber meine Freiheit! Du bist nicht frei. Du bist ein Diener Kalans. Ja, das war ich schon immer. Dann sind wir uns einig. In ein paar Tagen kommen einige meiner Brüder. Sie werden dich abholen und in den Hort begleiten. Noch Fragen? Nein. Gut, dann sind wir uns einig. Fulminant. Alter, das ist so brutal. Da fehlt noch was. Dopingsuppe. Hör auf, herumzuschleichen. Ja, ich warte ein paar Tage, dann bist du nicht mehr da. Das ist so brutal. So, wenn ich schon mal hier, jetzt wo ich schon mal da bin. Konrad hat doch damals versucht, in einem alten Spielstand, bevor ich neu geladen habe, mich zu suggestieren. Da war ich noch kein Kleriker. Und damals habe ich gesagt, ich lade einen Spielstand neu, schließe mich den Klerikern an und dann gehe ich zu ihm hin und probier aus, ob er mich nochmal suggestieren kann, was er wahrscheinlich kann, weil ich ja, ich hab's ja vorhin schon gesagt, es muss ja funktionieren, du musst ja auch Leute, die schon selbst suggestieren können, weil, du musst ja Leute, die suggestieren können, ja. Weil ansonsten macht's ja keinen Sinn. Also das machen sie ja ständig. So, Konrad. Ich bin ebenfalls Kleriker. Wir könnten gemeinsam fliehen. Zwei Idioten auf dem Weg zur Hölle. Nee, lass mal. Den Film kenne ich schon. Der ist scheiße. Ich habe eher so an vier Fäuste gegen den Duke gedacht oder so. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Nee. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird... Ja, das kennen wir ja schon. Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Das ist ein Argument. Also mach schon. Besorg mir den Kram, den ich brauche. Sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Ich frage einfach mal. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Weil jetzt das nicht willst, natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. What? Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich.
Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Gut. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Mein Gott, hast du kleine Hände. Hör auf, mich zu verarschen, oder ich poliere dir die Fresse. Hey, ist ja schon gut. Entspann dich wieder, ja? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Warum? Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Gut, da habe ich auch gleich die Antwort bekommen. Elmar. Scheiße. Haben sie dich auch gefangen genommen? Nö. Wieso? Wieso sollte sich sonst ein Kleriker hier im Lager herumtreiben, wenn er nicht dazu gezwungen wird? Ich komme im Auftrag Kalans. Ich komme im Auftrag Kalans. Das sind Worte, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Es tut gut, sie zu vernehmen. Jetzt nicht. Habe ich ihn jetzt damit bestärkt, dass das, was er hier macht, richtig ist? Oder? Nun gut, das war komisch. Vielleicht hätte ich ihm nicht sagen sollen, dass ich ihm die Fresse polieren soll. Wenn er nicht endlich hinmacht. Oder wenn er mich nicht verarscht. Wenn er mich verarscht. So. Aber hey. Wurscht. Ist wurscht. So. Galar ist da unten. Ach, im Ding ist hier bei den Verbannten. Ich hab gedacht, das wäre in Edan, aber das ist. Ja klar, es ist Edan, aber es ist eben der Ort der Verbannten. Im verbotenen Tal. Ich mag das Spiel. Habt ihr schon mal erwähnt? Ich glaube, ich muss das ab und zu mal erwähnen. Ich weiß, auf meinem Channel ist es jetzt nicht der Burner. Also es ist jetzt zum Beispiel kein... bedrohlicher Ort. Huch! Ah! Hilfe! Was soll das denn? So nicht. Ja, ich habe keine Energie mehr. Shit. Was soll das denn hier? Alter. Spawnen die mich direkt da drin? Also was soll der Na gut, dann wollen wir mal. Ich treffe den nicht, weil er unter mir ist. Scheiße, ey. So, was ich sagen wollte, ich weiß, das ist jetzt nicht so der Burner auf meinem Channel, aber mir macht das Spiel persönlich einfach viel zu viel Spaß, als dass ich das jetzt Play abbreche oder sowas. Also es hat jetzt nicht die Views, die ich erhofft hatte. Alter! Ah! Ich kann's aber auch verstehen. Das Spiel ist nicht für jeden. So, dann kommt mal her, ihr blöden, hässlichen Ratten. Hauen die rein! Ich brauche eine bessere Rüstung und zwar dringendst!
sprinte doch! Der war dahin. Fürs Protokoll, der hat mich nicht erwischt. Ah, da haben wir es wieder. Das ist so der Grund, warum das Spiel nicht so beliebt ist. Nein, das stimmt nicht. Das ist jetzt einfach nur eine blöde Situation. Die hast du in jedem Spiel. Oder kannst du in jedem Spiel. Alter! Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank! Ich renne einfach mal. Um die kümmern wir uns irgendwann mal, nicht jetzt. So. Mein Gott, wenn ich hier jetzt Kopfgeldjäger aus Tavar treffe, dann sage ich Bullshit. Das geht nämlich gar nicht. Das ist das Tal der Verbotenen, das verbotene Tal. Hier kommt niemand rein. Eigentlich. Also sollte man meinen. Och nö, da ist ja Gift. Blöde Sumpfspinne. So, kurz Energy. Was, wie, was heißt denn hier, was, wie du willst? Falk, jetzt reiß dich mal zusammen. Ich habe eine Giftresistenz von 25, das wird nicht reichen, ne? Ich werde hier warten. Ja. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für ein Giftmüll hier? Wer wohnt denn da? Da ist ein Laster umgefallen. Da ist wohl mal Wasser umgekippt. Oder sowas in der Art, keine Ahnung. Ah, rote Bäume heißt doch Weltenherz. Und große Wurzeln auch. Und wo große Wurzeln sind und rote Bäume und Weltenherzen, da sind doch Heilpflanzen und Mana nicht fern. Ich weiß nicht, wohin ich mit diesem Satz wollte. Was ist das für ein Urwald hier? Ja lol, hier ist übelst der Bau, der Wald und da vorne sind drei Zäune oder was? Huch! Was ist denn das hier? Hallo? Habt ihr euch hier in dem Weltenherz... Nee. Das wäre cool. Wer bist du, Egil? Und? Wofür haben sie dich verbannt? Gar nicht. Nein, warte. Lass mich raten. Du hast dich nicht an die Gesetze gehalten, richtig? Ach was, Quatsch. Ich bin nicht verbannt. Welche Gesetze? Welche Gesetze? Na, die Gesetze der Berserker. Technik ist verboten. Du darfst kein Elex besitzen. Klingelt's? Na, ist doch egal. Ich hoffe einfach nur, dass ich bald wieder zurück nach Goliath darf. Du bist ein Verbannter? Ja. Mich haben sie hierher zum Arbeiten verdonnert. Was? Einen Freund von mir haben sie an den westlichen Rand des Waldes verbannt. Vermutlich ist er längst von den Viechern hier im Wald gefressen worden. Oder Schlimmeres. Möchtest du, dass ich deinen Freund suche? Nein. Selbst wenn du seine Leiche finden würdest, bitte erzähl es mir nicht. Ich will es gar nicht wissen. Hauptsache, ich bin bald wieder in Goliath. Dann kann ich all das hier endlich vergessen. Hm. Was genau ist ein Verbannter? Nehmen wir mal an, ich bin dumm. Wir sind die Vergessenen, die Abgelehnten und Ausgestoßenen. Wir sind die Opfer der Gesetze der Berserker, für die wir unser Leben gegeben haben. Nur um von ihnen in die Wildnis ausgespuckt zu werden. Das ist es, was wir sind. Verbannte. Sprecher kommt mir bekannt vor. Warum bist du hier? Meinst du, was ich verbrochen habe, um verbannt zu werden? Richtig. Oder was hier meine Aufgabe ist? Beides. Wofür bist du verbannt worden? Hab mich nicht an die Gesetze gehalten. Über welches? Hatte eine dieser Klerikerwaffen zu Hause rumliegen. Ah. Hat Angrim vom Eisenclan gar nicht gefallen. Und jetzt sitze ich hier in der Scheiße. Monster überall um mich herum und keine Waffe zum Verteidigen. Solange diese Biester nicht verschwunden sind, setze ich keinen Fuß hier raus. Du hast eine Waffe auf dem Rücken, mein Freund. Ich werde mich um deine Kreaturen im Wald kümmern. Wirklich? Moment mal.
Wenn du auf eine Belohnung hoffst, dann liegst du falsch. Außer ein paar Holzscheite besitze ich nichts, was ich dir geben könnte. Ist mir wurscht. Nicht nur verbannt, auch noch bestecklos. Wie sollen sie jetzt noch weitermachen? Interessante Geschichte. Hast du noch was zu sagen, Igel? Die Wälder sind nicht geheuer. Lass dir das gesagt sein. Also. Ja, wenn die Klinge stumpf ist. Gala. Aha. Noch ein Überlebender. Auch wenn ich zugeben muss, dass ihr Kleriker hier völlig fehl am Platz seid. Willst du etwas Bestimmtes? Du bist jetzt Kleriker. Was meinst du mit Überlebender? Bist du etwa nicht über den großen Aufzug hier heruntergekommen? Hast du nicht die ganzen Leichen gesehen, die Berserker dort hingerichtet haben? Naja. Da du nicht von den Berserkern in einen dieser Käfige zum Sterben gesteckt wurdest, kannst du kein so übler Kerl sein. Sag, was willst du? Erstmal... Was ist das hier für ein Ort? Wir sind alle hier Verbannte, die etwas in Goliath verbrochen haben. Und wir sind noch die Glücklichen. Wir haben hier die Chance, unseren Namen wieder reinzuwaschen. Ein paar Monde hier Holz hacken und das Leben im Wald überleben... Und wir dürfen wieder zurück. Das glaubt ihr doch für mich selber, oder? Der Angrim holt die nie zurück, das wissen wir. Wir wissen ganz genau, Angrim hat vor, die hier verrotten zu lassen. Warum holt sich Goliath sein Holz nicht woanders her? Wenn wir in sicherem Gebiet unsere Strafe abarbeiten dürften, dann wäre es wohl kaum eine angemessene Bestrafung. Ich sehe ein, was ich getan habe, war falsch. Und ich werde das Beste tun, um zu meiner Familie zurückzukehren. Verdammt. Kopf unten halten, nachts nicht rausgehen und alle merkwürdigen Geräusche ignorieren. So überlebt man den Aufenthalt hier. Verdammt, verdammt, verdammt. Und ich hab gedacht, ich kann ihn einfach davon überzeugen, für die Kleriker zu arbeiten, weil er die Berserker scheiße findet, jetzt wo er verbannt wurde. Aber nein, er hat eine Familie. Du hörst nachts merkwürdige Geräusche? Die Geister des Waldes. Es ist schon häufig vorgekommen, dass sie sich den ein oder anderen von uns geholt haben. Aber ihnen ist es egal, ob ihre Nahrung noch lebt oder schon tot ist. In letzter Zeit verschwinden auch immer wieder unsere Vorräte. Naja, besser sie holen unsere Vorräte als uns. Geister vergreifen sich an euren Vorräten? Es klingt unwahrscheinlich. Es klingt total dämlich. Es ist jetzt schon öfters vorgekommen. Deswegen sollte sich hier nachts keiner mehr draußen aufhalten. Das Risiko, von ihnen geholt zu werden, ist einfach zu groß. Hab's verstanden. Hast du die Geister gesehen? Ich persönlich nicht, aber wer tut das schon? Jeder, der sie sieht, kann nicht mehr davon berichten. Du kannst es ja gerne versuchen, wenn du deines Lebens müde bist. Ich will diese Geister sehen. Es ist deine Entscheidung. Es gab hier schon mehrere, die denselben Wunsch hatten. Nachts hörte man sie schreien und kämpfen. Wenn alles wieder still wird, sind sie entweder tot oder verschwunden. Wenn du das wirklich möchtest, dann wartest du am besten bis Mitternacht. Wie gesagt, manchmal vergreifen sie sich an unseren Vorräten. Wenn du willst, kannst du dort auf sie warten. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, okay. Geräusche im Dunkeln. An euren Vorräten vergreifen sie sich also, ja? Es ist mal schön, nette Verbannte zu sehen. Also, nett in Anführungszeichen, ne? Wobei, war jetzt nicht. Eigentlich waren die jetzt nicht unvollkommen. Das sind die geschwächten Wühler, die ich töten soll für den anderen. Ja, vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, sich den Klerikern anzuschießen, ohne zu suggestieren, wenn ich die Viecher umbringe.
Oder wenn ich ihnen helfe, weißt du? Quasi, ey, die Kleriker sind so hart. Die machen eure komischen, geschwächten Wühler einfach mal weg. Und eure Geister können uns Klerikern auch nichts. Wenn du genauso denkst, also wenn du auch Wühler hauen willst und vor Geistern keine Angst mehr haben willst, dann schließ dich uns an. So total dämlich. Willst aber auch hardcore sein, oder? So, wo sind die Vorräte? Das sind die Vorräte. Aber von Flüstern und gestohlenen Vorräten und sowas haben wir schon mal gehört. Und zwar woanders. Geister. Die nachts kommen. Sie kommen meistens nachts. Meistens. Du wirst mich noch kennenlernen. Ich nehme an, das sind die Geister. Nichts dabei. Schade. Ich habe jetzt gedacht, ich würde bis nachts warten und dann tauchen sie auf, aber jetzt habe ich sie so gefunden. Bedrohlicher Ort. Wo ist meine Magnesiumfackel hin? Naja. Du wirst mich noch kennenlernen. Ah ja. Kriegen der Verteidigung Notiz des Banditenentführers 1. Wahrscheinlich steht da drin, lololololol, die Berserker, die Verbannten sind so dämlich, denken wir, seien Geister. Wir können sie nachts einfach überfallen, indem wir uns weiße Kostüme anziehen. Dann haben sie solche Angst, dass sie sich nicht raustrauen. Notiz eines Banditenanführers 2. Ich lese sie gleich mal. Vorher machen wir kurz die Banditen hier fertig. Da sind noch mehr. Achtung! Die Plebs, ey. Cooler. Weil das sind ja nicht mal Bauern, das sind ja Banditen. Sogar für Bauern, um Bauer zu sein, sind sie zu doof. Kleiner Elix-Trank. Notiz Nummer 3. Krug. Gera als Badewanne. Zigarette. Rette. Bett. Kann ich jetzt trotzdem bis nachts warten? Hoffen, dass Banditen kommen? Nee, ne? Hat sich damit erledigt. Leider. Ich hätte es jetzt echt gerne mitgekriegt. Oh, dieses filigrane Rauschen. Schön. Ah, geht's hoch. Alter, was ist das denn hier? Die haben sich ganz schön was aufgebaut.
Ich lese mal ganz kurz die Banditen-Anführer-Dinger. Die haben sich echt was aufgebaut. Da ist ein Aufzug an der Seite. What the fuck? Geräusche im Dunkeln. Wo ist es? Notizen eines Banditenanführers 1. Erster Bericht. Die erste Woche liegt hinter uns. Nachdem wir uns den Weg in die Mine freigesprengt haben, mussten wir ein paar Stützbalken aufbessern und hier und da Vorkehrungen treffen, damit uns die Decke nicht unsere Schädel eindrückt. Wir haben bei den Ausbesserungsarbeiten zwar Bix und Manny verloren, aber die zwei haben sich sowieso nur gestritten. Dennoch habe ich die anderen angewiesen, vorsichtiger zu sein. Trotz allem scheint es sich bezahlt gemacht zu haben, dass wir uns diese Idioten aus Goliath gefügig gemacht haben. Es sind noch immer große Mengen an Elex vorhanden. Kommt zu fassen, dass die dummen Berserker diese Mine haben brach liegen lassen. Baby. Heute ist Nerissa verschwunden. Habe Ash losgeschickt und sie suchen, doch die Suche blieb erfolglos. Den meisten Kerlen ist ihr Verschwinden egal, aber leider war sie die einzige, die ein halbwegs anständiges Fressen zubereiten konnte. Ich muss mich nach einer Alternative umhören. Vom Dreck und Staub der Winde können wir uns sicher nicht ernähren. Baby. Mittlerweile sind 8 Wochen vergangen. Wir fangen schon an, uns selber zu beklauen. Um etwas Ruhe in den Haufen zu kriegen, habe ich ein paar Männer losgeschickt, um ein paar Viecher zu jagen. Das Ergebnis war alles andere als zufriedenstellend. 2 Verwundete und fast eine Begegnung mit einem Trupp Ausgestoßener. Wenn die Kerle mitkriegen, wo wir uns eingenistet haben, können wir uns das Elix abschminken. Baby. Alles hoch. Nehme ich mal an. Eisenader. Ja, was war das nicht? Sechs Eisenerz. Reicht das Jetpack? Oh ja. Ihr habt hier nichts verloren. Ah, da ist er, der Bloody Ben. Was ist das denn hier? Kann man hier nicht mal 1 gegen 1 machen, oder was? Keine Ehre unter Banditen. Ja gut, ich meine, ich bin ja auch nicht in der Hand unterwegs, aber trotzdem. So, Bloody Ben. Er ist hier unten im unteren Stockwerk, nicht genau an der Stelle. Gott. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Wer ist wohin? 5! Mir fehlt noch eine. Mir fehlt noch Banditen, Notiz 4. Und ein Goldbock. Wo ist denn Notiz 4? Ah, da ist sie. Und eine Magnesiumfackel. Und aus irgendeinem Grund sind hier. Ja, okay. Tagebuch eines Schachters. Mal ganz kurz die Tagebücher und so weiter, bevor wir den Aufzug benutzen. 4. Ich habe Ash angewiesen, anstatt zu jagen, ein paar Ausgestoßene zu bestehlen, die ihre Behausung unweit unserer Lager haben. Die Kundschafter haben mir berichtet, dass sie nicht ganz wehrlos sind. Wir werden also in der Nacht losziehen müssen, wenn wir Erfolg haben wollen. Ich hoffe, der Aufwand lohnt sich und ihre Vorratskammern sind prall gefüllt.
Endlich wieder satt. Die armen Schweine werden sich sicher bald fragen, wo ihr ganzes Zeug hin ist. Jetzt können wir endlich auch durchstarten und jeden Brocken Elex aus dem Felsen pressen. Das wird dem Boss glücklich und uns reich machen. Wir werden die Berserker jetzt öfter mal besuchen gehen. Bibi. Bloody Ben war nicht der Boss. Wo ist Tagebuch eines Schachters? Ach verdammt, da war es doch gerade. Tag 25, diese Mine ist eine Todesfalle. Wieder wurden drei von uns verschüttet, zwei von ihnen sind verloren. Den dritten konnten wir mit vereinten Kräften schwer verletzt aus den Trümmern bergen. Leider sind unsere Verletzungen so schwer, dass ein kräftiger Schlag auf den Kopf wohl das Beste für ihn wäre. Ich werde es wohl tun, wenn niemand zusieht. Die Männer sollen das nicht mit ansehen. Tag 40, ich habe Bjar Bescheid gegeben, dass ich nicht bereit bin, meine Männer weiter in die Mine zu verheizen. Er ist wie immer fast vor Wut explodiert. Ohne das Elex kein Mana. Er wollte mir sogar seinen Sohn Ragnar zur Seite stellen. Ach, es ist ja ewig, ja. Aber ich kann auf einen rechthaberischen Jungspund verzichten, dem ihn nur Vorschriften macht. Wenn die Serie von Unglücksfällen nicht abreißt, werde ich die Schächte eigenhändig dicht machen. Tag 72, es reicht. Meine Männer berichten, dass ich ein komisches Leuchten innerhalb der Gänge gesehen habe. Einer will sogar Augen in der Dunkelheit ausgemacht haben. An Arbeit ist unter diesen Umständen nicht mehr zu denken. Wie sollen wir das Elex aus dem Fels schlagen, wenn uns die Angst im Nacken sitzt? Morgen verschließe ich den Haupteingang und sage Bjar, dass wir die Mine aufgeben mussten. Müssen. Meine Männer müssen natürlich dicht halten. Wer es nicht tut, der bleibt hier. Für immer. Das ist dann wahrscheinlich der Start, der Anfang der Verbannten gewesen, oder wie? Das war ja vor der Zeit von Ragnar. Also war Ragnar noch jung. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Anfang der Verbannten war. Ich greife an! Lol. Das war wohl nichts. Zu einfach. Da kommt gleich was von hinten. Also sowas. Und da kommt noch was. Ach du Scheiße. Na dann komm mal her, du hübsches Ding. Ganz dringend neue Heiltränke. Slugbeast. Schneckenbestie. Ja, okay. Ja. Ja. Bin ich jetzt immer noch im Tal der Verbannten? Ich will in die Adjutor nicht hochfahren. Das dauert immer so ewig. Als ob der Windows 95 benutzen würde. Wahrscheinlich ist es 3.1. Wobei, ich glaube, das war schnell. Alter, nein! Oh, fuck. Oh, Elex balanciert Wissenschaft, Fantasie und rohe Gewalt aus. Es wäre schön, wenn sie die Waffen und Monster ausbalanciert hätten, anstatt Wissenschaft und Fantasie. Und nein, das stimmt nicht. Die Wissenschaft ist mit Abstand das Stärkste. Also Fernkampfwaffen. Hä? Wieso wäre ich denn jetzt wieder runter?
so brutal, der haut mich einmal und ist fast tot. So, Elexit, Elexit, dann knacken wir wieder das Schloss da vorne. Noch den Critter hier. Ich sprinte. Manchmal geht das nicht, ganz komisch. Zu einfach. Suppe. Magnesiumfackel, Magnesiumfackel, Magnesiumfackel. So, da ist noch Klopapier, was auch immer das hier macht. Mehr Klopapier. Da unten waren Betten, nicht wahr? Hier oben drauf. Perfekt. Es regnet ziemlich oft in letzter Zeit. So, das Geheimnis der Geister haben wir gelöst, zufälligerweise. Nehme ich mal stark an. Ich würde jetzt schon gerne gucken, was da so noch ist, ne? Hä, da ist bestimmt eine Waffe oben drauf oder sowas in der Art. Oder ganz oben auf der Mine ist eventuell noch drauf. Ich hätte jetzt gerne nach Elex gebohrt, aber das ist ja schon alles abgebaut. Obwohl die Banditen da noch gelebt haben. Das ist egal. So. Und schon wieder Magnesiumfackeln. Ah, diese Soundkulisse, die kenne ich noch aus Age of Empires. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Hä, wieso? Hier sind nur ein paar Kleriker. Was willst denn du? Das heißt nicht hier besorgniserregend. So, Agala Gala, der Geist war ein Bandit. Dein Geist war ein Bandit. Was sagst du da? Ich habe einen Banditen aufgelauert. Er ist jetzt tot. Ist das dein Ernst? Jetzt komme ich mir richtig doof vor. Wir hatten die ganze Zeit Angst vor den Geistern. Und stattdessen waren es nur Menschen. Hast du gesehen, wo er herkam? Klo. Er kam aus Richtung Nordosten. Die alte Mine. Das wäre das perfekte Versteck. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber würdest du dich dort mal für uns umsehen? Wenn sich dort wirklich Banditen eingenistet haben, bekommen wir hier bald ernste Probleme. Wir haben hier nicht viel. Aber ich werde dir geben, was ich kann, wenn du dich um die Banditen kümmerst. Vermutlich würde es schon reichen, der Schlange den Kopf abzuschlagen. Wenn der Banditenanführer tot ist, sollte sich der Rest von alleine zerschlagen. Ist er nicht? Ich meine, wir haben den Bladi, wie auch mal den BB, den haben wir getötet, aber wir haben seinen letzten Bericht gelesen und da stand halt drin, der Boss wird darüber nicht erfreut sein. Stand im vierten oder im fünften Ding drin. Das heißt, er ist nicht der Boss. Oder war es damals nicht? Der Banditenanführer ist erledigt. Du hast es also wirklich geschafft, ja? Klar. Du bist dir sicher, dass er nie wiederkommt? Er ist für immer weg? Davon kannst du ausgehen. Das ist wirklich eine Erleichterung. Ich habe kein Elixit, das ich dir geben könnte. Aber vielleicht kannst du das hier ja zu welchem machen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Jetzt können wir endlich ruhiger schlafen. Tschüss. Ach, der gibt mir Elix. Na gut. Hey, Moment mal. Was werdet ihr jetzt tun? Hoffentlich wieder unsere normale Arbeit. Ich möchte nicht mehr als hier in Ruhe meine Strafe abarbeiten und dann schnellstmöglich wieder zurück nach Goliath. Einfach nur noch raus aus diesem verfluchten Wald. Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Die Frage ist hoffentlich nicht ernst gemeint. In Edan verabscheuen wir Technik und meine Familie lasse ich sicher nicht im Stich.
Und um es klarzustellen, wir wissen, dass ihr Kleriker mehr Metallkameraden als echte habt. Dennoch beißt ihr bei uns auf Granit. Du verschwindest auch besser wieder nach Ignadon. Ich merke gerade, dass es mir nicht gefällt, wie sich das Gespräch entwickelt. Du undankbarer Sack. Du undankbares Arschloch. Du wirst für die Kleriker arbeiten. Aber... Keine Widerworte. Sie sind deine Familie. Sie waren es schon immer. Du hast recht. Ich bin ein Kleriker. Bald wird dich eine Eskorte abholen. Sobald sie eintrifft, leistest du keinen Widerstand, verstanden? Verstanden. Fantastisch. Undankbares Arschloch. Mir gefällt momentan nicht, wie sich das Gespräch entwickelt. Ich hätte ihn nicht suggestiert, hätte er diesen einen Satz nicht gebracht. Was für ein undankbares Arschloch. Da rette ich ihm den Arsch vor Banditen. Geh sogar hin und töte den Banditenanführer. Und dann so eine Scheiße.